Hallo ihr Lieben, da bin ich wieder, euer Gedankenpirat. Ich habe mich dazu entschieden, eine kleine Serie zur deutschen Geschichte zu machen. Die deutsche Geschichte ist sehr umfangreich und vielfältig, so wie seine Menschen. Bücher, Erzählungen und Geschichtsunterricht sind dabei nicht immer so ausführlich und tiefgreifend, wie wir es uns wünschen würden. Mit meiner Serie Unsere Geschichte möchte ich etwas tiefer in die deutsche Geschichte eintauchen und mein Wissen sowie Recherchiertes an euch weitergeben. Wenn euch meine Videos gefallen, würde ich mich freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert und aktiviert die Glocke, um benachrichtigt zu werden, wenn es neue Videos gibt. Da der YouTube-Algorithmus sehr komplex ist, hilft mir jeder Daumen hoch, damit meine Videos allen Interessenten vorgeschlagen werden können. Vielen Dank und ich freue mich auf eure Kommentare. Was ist denn eigentlich der bürgerliche Tod? Der bürgerliche Tod, im Lateinischen Capitis Deminutio Maxima, ist der umfassendste Verlust des Status eines Menschen. Dies ist der Fall, wenn der Zustand eines Menschen von Freiheit zu Unfreiheit wechselt, wenn er zum Sklaven wird. Damit wurden alle Bürgerrechte und alle Familienrechte weggefegt. Der bürgerliche Tod hatte jedoch nicht nur negative Eigenschaften. Wenn zum Beispiel ein Ehemann auf hoher See ertrunken oder durch Tod im Krieg verschollen war, konnte die Ehefrau die Verschollenheit feststellen lassen, um somit Anspruch auf das Eigentum des Gattes zu erlangen. Ebenfalls konnte eine Ehe dadurch annulliert werden. Der Verlust der persönlichen Freiheit erfolgte bei Krieg, Gefangennahme oder als Nebenfolge bei Kapitalverbrechen. Physisch gesehen lebte man zwar weiter, aber rechtlich wurde man als tot erklärt. Das bedeutete neben dem Verlust von Eigentum und Geschäftsfähigkeit auch die Annullierung einer bestehenden Ehe. Darüber hinaus wurden die Freizügigkeit sowie das Wahlrecht ausgesetzt. Der Wohnsitz eines Menschen wandelte sich in die Wohnhaft um. Laut antikem römischen Gesetz Lus Poslimini war es möglich, seine Geschäftsfähigkeit und sein Eigentum zurückzuerlangen nach Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft. Voraussetzung war, dass die Freilassung nicht durch unehrenhaftes oder täuschendes Verhalten erlangt wurde. Es ist wichtig zu wissen, dass das deutsche Recht größtenteils auf das römische Recht zurückzuführen ist. Frühmittelalterliche Bezeichnungen wie Heiliges Römisches Reich und das spätere Heilige Römische Reich Deutscher Nationen weisen auf die Nähe Deutschlands zu Rom hin. Nachdem der preußische König Friedrich Wilhelm IV. Die preußische Verfassung 1848 oktroyierte, war der bürgerliche Tod de facto abgeschafft. Allerdings trat dieser Artikel in Kraft, bevor Otto von Bismarck die Kirche in den 1870er Jahren schrittweise vom Preußischen Reich ausschloss. Offiziell gilt der 11. November 1918 als Ende des Ersten Weltkriegs. Vorausgegangen waren zahlreiche strategische Fehlentscheidungen und ein Matrosenaufstand, der am 3. November 1918 im ganzen Reich zur Novemberrevolution führte. Am 9. November 1918 hatte Reichskanzler und Jesuit Max von Baden eigenmächtig den doppelten Thronverzicht des Kaisers verkündet, was die Novemberrevolution weiter entfachte. Gegen den Willen von Kaiser Wilhelm II., der fortan im Exil in den Niederlanden lebte, wurde am 9. November 1918 die Republik ausgerufen. In den folgenden Tagen dankten alle deutschen Fürsten ab. Damit wurde aus der parlamentarischen Monarchie eine parlamentarische Republik. Schlussendlich dankte Kaiser Wilhelm II. Am 28. November 1918 offiziell ab. Faktisch begann die Besatzung Deutschlands Anfang 1919 durch die Alliierten und dauerte bis 1935. Das deutsche Volk hatte den bürgerlichen Tod erlitten aufgrund Okkupation. Die Weimarer Verfassung wurde am 11. August 1919 erlassen. Die Frage kommt auf, wie kann sich ein besetztes Land eine Verfassung geben, wenn es dazu rechtlich nicht in der Lage war? In der heutigen Bundesrepublik Deutschland gibt es offiziell keinen bürgerlichen Tod. Jedoch gab es die vom Gericht angeordnete Entmündigung, welche 1992 durch veranlassbare Betreuung ersetzt wurde. Wenn euch dieser erste Einstieg zur deutschen Geschichte gefallen hat, dann bleibt auch dran für weitere Videos und ich würde mich freuen über einen Daumen hoch und euer Abonnement. Vielen Dank und wir sehen uns beim nächsten Mal.